So, ihr wisst, wie es ist. Es ist kostenlos. Also einfach richtig schön einmal rein abonnieren hier in den Kanal. Würde mich tierisch freuen. Und dann verpasst auch keine Videos. Wie geil ist das denn? Oh, Berlin ist schwarz-gelb oder sowas. Also hier ist wirklich Stimmung. Jetzt muss ich jetzt mal rausfinden, die machen warum. Alles klar, danke. Der Universaldienst, der soll bleiben. Kein Plan, was das ist, aber besser wäre wahrscheinlich. Und da habe ich moin auf was aus Berlin. Ich bin hier gestern angereist für die Bundesstreamer-Spiele und habe geisteskranken Muskelkater. Deswegen wird die Session heute, glaube ich, nicht ganz so wild, aber ich gebe trotzdem mein Bestes. Auf zum Potsdamer Platz, Ball in Treffen, Norman treffen und dann mal rein da. Und ich wundere mich trotzdem noch, warum ganz Berlin schwarz-gelb ist. Also nicht nur die Postboten, Polizei auch und Rettungskräfte auch alle schwarz-gelb. Also das habe ich jetzt von Berlin nicht erwartet in erster Linie. Ich dachte blau-weiß, rot-weiß oder was, aber schwarz-gelb, Zeckenland, das ist mir neu. Sofern mich meine Farbenblindheit nicht täuscht, habe ich noch eine Berufsgruppe vergessen. Security auch schwarz-gelb. Also das ist ja wirklich absoluter Wahnsinn hier heute. Vielleicht habe ich Glück und das ist auch noch irgendwie gelb. Das weiß ich nicht, kenne ich nicht, aber wäre geil. Das ist jetzt nicht außergewöhnlich, dass das gelb ist, aber irgendwie zieht mich jetzt gelb an. Ich will heute alles gelb haben. Ja, sehe ja klar, ich trinke jetzt so lange nichts, bis die Pisse knallgelb ist. Dann noch was Gelbes essen, vielleicht kriege ich auch noch einen Stunt mit irgendwas Gelbem hin. Also das fände ich sowas von geil jetzt. Das Schöne ist ja wirklich, dass ich den Vorteil habe, dass ich gelb nicht wirklich erkenne. Also orange und grün ist quasi auch gelb für mich und beige. Weil ich erkenne das halt nicht, weißt du? Rot-Grün-Schwäche lässt grüßen und da ist auch noch gelb inkludiert. Also besser geht es nicht. Ich fand das noch nie so geil, behindert zu sein wie jetzt. Also so langsam dreh am Rad, wenn einmal nach gelb Ausschau hält, ist alles gelb. Das ist ja wirklich alles gelb. Ich muss jetzt mal ganz schnell kurz was rausfinden gehen. Entschuldigung. Ja. Darf ich Sie kurz einmal was fragen? Ich habe eine Farbschwäche. Ist das T-Shirt hier, was ich anhab? Ist das gelb? Ist gelb. Ist gelb. Also so ein beige-gelb, ja. Dankeschön. Danke. Dann habe ich es heraufbeschwören, also das gibt es ja wohl gar nicht. Jetzt aber mal genug mit Gelb, außer da. Das ist der Spot, wo ich hin wollte, Potsdamer Platz. Sehr bekannter Spot, allerdings nass leider. Aber ich habe ein Handtuch aus dem Hotel mitgenommen, also ist das kein Problem. Ich warte hier noch auf Balin und nebenbei zeige ich euch hier einen Sprung. Direkt hier, den habe ich Anfang des Jahres gemacht. Bin ich stolz drauf, spiele ich gerne nochmal ein. Hier bin ich mit dem Muskelkater, unvorstellbar gerade. Das ist tatsächlich absolut wild im Parcours, wie das von der Tagesform abhängt, ob man Sprünge fühlt oder sieht oder was. Den würde ich heute im Leben nicht machen, so K.O. wie ich bin. Ja, damals war ich frisch, ein, zwei Ibus vorher reingeknallt, weil ich eine geprellte Tag habe. Dann ging das wie von selbst eigentlich. Balin ist am Start. Jetzt fängt es wieder an zu regnen, deswegen kurzes Warm-up hier am Spot, bevor es zu rutschig wird. Ging ja leicht. Nice. Ja. Alter Lachs, ey. Boah, das ist ein harter Stretch. Ich will eigentlich alle durchsteuern mit rechts abspringen, auf links landen, rechts abspringen. Habe ich gerade nicht geschafft, ist ultra schwer, aber direkt nochmal rein. Ja! Geil. Geil. Nice. So, die Jumps drüber haben auch geklappt. Jetzt probiere ich Dive Roll. Ich habe keinen Plan, ob das funktioniert, aber komm mal rein. Das ging ja mega nice. Geil, Alter, das war ein Workout. Oh, und schwindelig. Genug Warm-up. Wir sind fertig hier. Wir laufen schon die ganze Zeit hier durch Berlin und suchen irgendwelche Spots und Jumps, irgendwelche besonderen, vielleicht auch auf gelbe Büsse oder was. Aber bislang wurde das nichts. Hat nämlich auch immer wieder angefangen zu regnen. Sind wir hier an der blau-weißen Tankstelle angekommen und wollen mal gucken, ob da vielleicht ein Sprung ist. Das sieht nämlich eigentlich auch schon ganz geil aus. Wird da nicht Madonna himself stehen im Eingang. Ist aber auch nicht stabil, ne? Nicht stabil? Ja, das sieht doch geil aus. Boah, hier kann man übergreifen. Boah, perfekt, Mann. Geil. Und?
eine große Pfütze an der, wo man landen wollte. Pfütze? Ja, nice. Ein bisschen Berliner Splashdiving jetzt hier. Also das ist dann doch schon eher extremere Splashdiving hier oben drauf. Ist auch das Dach von der Waschanlage, also liegt nah. Hä? Alles scheiße, oder? Nass, in der Talkante. Baum ist überall im Weg. Ja. Relativ nasser Anlauf, nasser Absprung, nasse Landung. Absolut perfekte Voraussetzung. Ich ziehe mich jetzt komplett aus, bis auf die Unterhose, weil ich habe noch genug Ersatzklamotten mit. Und dann einfach danach wieder trocken anziehen, einmal reinjagen und dann wird es schon passen irgendwie. Balin zieht sich jetzt scheinbar auch aus, das heißt, sie wirken immer psychopathischer hier oben. Die Leute von der Tankstelle gucken natürlich auch schon, aber was willst du machen? Ist aber mal Splash Diving Berliner Art hier. Einfach Full Power und geil. Ja, Mann. Ja. Ja, geil. Ja, sick. Okay. Viel Spaß. Wow. Alter. Doch kein Splashdiving für Barlet, Alter. Wie hast du das denn gemacht, Mann? Geil. Einfach rein. Sauber. Nice, Digga. Kein Bock auf Rolle gehabt. Ist offen geblieben. Wild. Der Drop ist auch gar nicht so schlimm, wie man erwartet. Ja, das ist aber mal geil. Ich würde irgendwie schon gerne nass werden. Ja. Okay. Jetzt wird's vergessendet. Also Leute, ich glaube, Jan muss heute nicht mehr baden. Alter, das war aber wirklich jetzt einmal hier. Splashdiving Berlin. Wow, herrlich. Eine Sache habe ich nicht als Ersatzklamotte mit und das ist mein Schuh. Und das Ding ist wirklich klatschnass. Aber egal. Geil. Da haben wir doch noch eine geile Nummer hier in Berlin gefunden und du jagst dich jetzt auch noch rein, oder ja, was? Ja, einmal mach ich noch. Geil, Alter. Du wirst komplett nass? Ich werde, glaube ich, gar nicht abrollen. Ich stompt es dann eher. Ja, besser ist auch. Komm. Ja, ja. Ah, ah. Also das waren wirklich drei Sprünge Sketch in das Buhr hier. Also Absprung rutschig, Landung nass und diese scheiße Äste, die darf man auch nicht vergessen. Ah. Aber geil. Richtig. Jetzt aber mal Berlin hier mal. So, ich habe jetzt seit 4 Stunden nichts getrunken, viel Sport gemacht. Guck mal, wie die Pisse ist. Ob sie mittlerweile gelb ist. Das wäre natürlich geil. Ziel erreicht dann. Ja, also, wie schon 1000-mal erwähnt, ich weiß es nicht genau, aber das ist schon wirklich, hat eine gute Sättigung, die Pisse. Ich glaube, das Ziel, das kann abgehakt werden dann auch. Wie viele? Digga, das ist. Jetzt weiß ich, warum mein Paket noch nicht angekommen ist. Ich sitze mittlerweile wieder am Hauptbahnhof. Nachdem die Pisse auch richtig schön gelb war, habe ich gedacht, das hat mich. Jetzt habe ich alle erreicht heute in dem Video. Schön auch noch das Gap weggemacht. Mir gerade noch einen kleinen Snack geholt. Den ziehe ich mir jetzt auch noch schön rein. Und dann geht es zurück nach Hause, wieder in eine rot-weiße Heimat rein. Und damit schön wegabonnieren hier das Ganze. Schlappen auch schön abonnieren. Twitch abonnieren, immer mal reingucken, bin immer wieder live. Und damit sage ich Feierabend anfangen und tschüss aus Berlin. Rüber nach Essen.